Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 2. Juli 2024? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Wir starten auf Phuket. Phuket hatte die letzten Tage massive Regenfälle und dementsprechend dann auch Überflutungen, sehr heftige Überschwemmungen. Kleinere Straßen wurden zu reißenden Flüssen und auch der Schaden ist enorm. Wahrscheinlich habt ihr die Bilder bereits gesehen in den Medien, ähnlich wie zurzeit auch in der Schweiz und vor ein paar Wochen in Deutschland, im Süden Deutschlands, war jetzt auch Phuket von heftigen Überschwemmungen betroffen. Vor allem auch zum Ärger vieler Ausländer, vieler Expats, die dort leben, die dort Immobilien haben, sei es gekauft oder gemietet. Viele haben überschwemmte Wohnungen oder Häuser gehabt, vor allem die, die im Erdgeschoss leben. Und da das Ganze vor 2 Jahren bereits schon mal geschah auf Phuket, sind jetzt auch einige bereits finanziell am Ende, weil sie schon bei der letzten Überschwemmung vor 2 Jahren sehr viel Geld investieren mussten, um das alles wieder herzustellen und jetzt das Ganze noch einmal durchleben müssen. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt, da sogar der Flughafen ziemlich viel Wasser abbekommen hatte. In den nächsten Tagen beginnen die Aufräumarbeiten und das wird wahrscheinlich auch noch eine längere Zeit dauern, bis sämtliche Schäden da wieder repariert wurden. Die Frage, die sich natürlich jetzt auch viele Leute stellen auf Phuket, wird das schlimmer von Jahr zu Jahr oder wird es auch irgendwann wieder besser? Das Problem auf dieser Insel ist halt auch, es wird immer mehr gebaut. Die Wege für das Wasser werden versperrt, wo es abfließen kann und dementsprechend wird es meiner Meinung nach auch in Zukunft zu massiven Überschwemmungen kommen. Ja, bleiben wir gerade in Südthailand. Dort gibt es eine beunruhigende Meldung in Sachen Immobilien und Lebenshaltungskosten. Und zwar meldet hier der Leiter des Forschungszentrums für Geschäftsinnovation, dass Ausländer vermehrt in Südthailand Land kaufen bzw. pachten über längere Zeiträume und so eben die Preise für die Einheimischen, also für die Thais, steigen, auch die Lebenshaltungskosten. Und das ist ein riesiges Problem. Zurzeit wird ja auch darüber diskutiert, ob Ausländer in Zukunft bei einem Immobilienerwerb eine Pacht von 99 Jahren statt 30 Jahre erhalten. Ja, eigentlich ist es ja nicht mal so einfach für Ausländer in Thailand ein Grundstück zu pachten, aber mit einer Firmengründung ist dies natürlich möglich und man geht davon aus, dass eben vor allem in Südthailand sehr viele Firmen gegründet wurden, die dann auch größere Landstriche erwerben und dann diese in Zukunft, wenn die Immobilien oder die Landpreise steigen, dann wieder veräußern. Sollte das neue Gesetz, das zurzeit diskutiert wird, dann auch spruchreif sein, wo Ausländer 99 Jahre Land pachten können, dann würde das die Situation noch verschärfen. Deshalb rechne ich hier mit massivem Gegenwind aus Südthailand. Dann gehen wir etwas weiter hoch in Südthailand, Richtung Chumphon. Und dort haben mich einige Zuschauer ja gefragt, gibt es News zum Landbrückenprojekt? Und ja, es gibt heute News dazu und zwar wollen sie im Jahr 2030 mit dem Bau von der ersten Phase beginnen. Somit ist also klar, dass das Landbrückenprojekt startet. Ja, dieses Projekt wird in den Provinzen Ranong und Chumphon massive Auswirkungen haben. Vor allem, wenn es dann mal fertig ist, aber sicherlich auch während der Bauphase. Und da wird sehr interessant, ob die positiv oder negativ sein werden. Für diejenigen, die nicht wissen, was das Landbrückenprojekt sein soll, da wird in Ranong, in der Andamanensee, ein riesiger Containerhafen gebaut und in Chumphon ebenso, Golf von Thailand. Und in Zukunft will man dann mit Frachtschiffen diese Häfen anlaufen, um Güter über den Landweg von der einen Seite, also von der Andamanensee auf die andere Seite zu transportieren. So kann die Verbindung zwischen Europa und China oder Afrika und China massiv verkürzt werden, weil die Containerschiffe nicht mehr runter nach Singapur müssen, um die längere Distanz zurückzulegen. Also es ist ein enormes Projekt, wahrscheinlich eines der größten Projekte, wenn nicht das größte Projekt, das Thailand je angegangen ist oder angegangen wird in den kommenden Jahren.
Und da wird sicher sehr spannend, wie das dort unten die Region verändert. Im positiven sowie aber auch im negativen Sinne, weil Chumphon und auch Ranong sind Orte, die wunderschöne Natur haben, Dschungel, Wälder, Strände etc. Und viele haben eben da die Befürchtung, dass das alles nachher ja, zu einem riesigen Containerschiff Platz wird und halt auch nicht mehr das ist, was es mal war. Im letzten Video habe ich darüber berichtet, dass die Dieselpreise weiter ansteigen und vor allem die Lastwagenfahrer hier protestieren, damit es wieder eine Deckelung gibt bei 30 Baht pro Liter. Jetzt hat die Regierung hier bereits reagiert und angekündigt, es wird eine Deckelung geben, aber nicht bei 30 Baht der Liter, sondern bei 33 Baht. Die thailändische Regierung hat ebenso bekannt gegeben, dass der Grund der steigenden Treibstoffpreise darauf zurückzuführen ist, dass nach wie vor Russland und Ukraine im Krieg sind und die Treibstoffpreise dadurch etwas höher sind. Ja, bei dem kann man natürlich jetzt auch schon die Schlussfolgerung ziehen, dass Thailand wahrscheinlich Diesel oder Treibstoff aus Russland kauft, denn die neuesten Angriffe von der Ukraine auf russische Raffinerien führen eben dazu, dass die Preise auch in Thailand steigen in Sachen Treibstoff. In der Politik hat Nidapol wieder eine Umfrage gemacht, und zwar ging es darum, wie viel Support der thailändische Premierminister und seine Partei Pue Thai wie auch Thaksin hat, und die Umfragewerte sind sehr schlecht. Schaut so aus, als würden die Wähler in Thailand eher auf Move Forward Partei gehen, beziehungsweise Move Forward Partei ist übrigens auch die Partei, die im letzten Jahr im Mai 2023 die meisten Stimmen bei der Wahl geholt hatte, aber es nicht in die Regierung geschafft hat. Und nach wie vor schaut so aus, als wäre die Move Forward Partei bei den Bürgerinnen und Bürgern in Thailand extremst beliebt und gewinnt noch weiter an Beliebtheit dazu, obwohl die Regierung aktuell und auch die Wahlkommission mit allen Mitteln versucht, die Partei zu verbieten oder zu unterdrücken. Es vergeht keinen Tag, wo keine Meldung kommt aus Samui oder Phuket, wo Touristen ertrinken. Ein Fall hat sich kürzlich auf Koh Samui ereignet, wo zwei Personen, ein Ausländer und ein Thai, mit einem Jetski aufs Meer rausgefahren sind. Offensichtlich soll der Thai vom Jetski gefallen sein und ertrunken sein, beziehungsweise er wird noch vermisst. Und auch auf Phuket kommt es nach wie vor immer wieder zu Vorfällen, wo Menschen im Meer ertrinken. Erschreckende Meldungen kommen auch aus dem Bereich der Scam-Callcenter-Betrüger. Dort wird jetzt bei Razzien immer wieder festgestellt, dass ausländische Arbeitskräfte dort gefangen gehalten werden. In Kambodscha gab es dazu sogar mal eine kleinere Doku. Da werden Personen angeworben, in einem Callcenter zu arbeiten. Vor allem in diesem Falle sind es jetzt thailändische Staatsbürger, die dann nach Kambodscha reisen, in einen riesigen Wohnblock, der von diesem Callcenter genutzt wird. Und die Leute bekommen dann dort ein Zimmer, wo sie übernachten können und müssen arbeiten. Teilweise bis zu 18 Stunden am Tag müssen sie arbeiten und können das Gebäude nicht verlassen. Das ist dann so eine Art geschlossene Einrichtung mit Sicherheitspersonal. Die ziehen die Pässe ein und die lassen die Leute nicht mehr raus, bis sie eine gewisse Summe abgearbeitet haben. Und das betrifft nicht nur Personen aus Thailand, da werden auch Leute aus anderen Ländern, vor allem Immigranten, werden dorthin gelockt und dann in Anführungszeichen eingesperrt und ausgenutzt. Thailand will den Handel mit Malaysia ausbauen und sie erhoffen sich dabei ein Handelsvolumen von 30 Milliarden US-Dollar bis zum Ende 2025. Ist ein sehr hoch gestecktes Ziel, aber meiner Meinung nach nicht mal so schlecht, dass der Handel mit Malaysia ausgebaut wird, in der Hoffnung, dass eben auch mehr Produkte aus Malaysia nach Thailand gelangen. In Südthailand sieht man das ja schon bereits, für diejenigen, die in Südthailand leben und oft halt auch Produkte kaufen, die aus Malaysia kommen. Die Produkte sind von guter Qualität, natürlich nicht alles, aber das meiste, und preislich auch sehr interessant. So werden sie auch etwas unabhängiger von China, weil China, da kommt ja über die Online-Plattformen so viel
Gutes wie auch Schlechtes auf dem thailändischen Markt, vor allem sehr viele billige Produkte, Schrott teilweise auch. Und das kann meiner Meinung nach nur gut sein, wenn man hier auch gute Produkte aus Malaysia importiert, dass eben der Konsument dann auch eine bessere Auswahl hat. In Pattaya wurde ein Einbrecher bei einem Einbruch in flagranti erwischt, aber nicht durch die Polizei, die kam erst später hinzu, sondern durch die Eigentümer des Hauses. Und diese haben den Einbrecher übelst zugerichtet. Also da gibt es Fotos im Netz, wie der ausschaut. Also die haben da wahrscheinlich ziemlich heftig auf den eingeprügelt. Und eins kann ich euch auch sagen, das ist in Thailand zwar auch nicht erlaubt, aber üblich. Wenn in Thailand ein Einbrecher, aber auch andere Straftäter, aber vor allem bei Einbrüchen, weil Hab und Gut hier halt noch massiv geschützt ist, weil viele Leute halt auf dem Land leben, ältere Leute, ärmere Leute und ihr ganzes Hab und Gut zu Hause haben, und wenn dann da einer einbricht und die Nachbarn und auch der Hausbesitzer diese Person vor der Polizei erwischt, dann wird meistens die ganze Wut an diesem Einbrecher ausgelassen, was eben auch in Pattaya der Fall war. Ja, das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. In den kommenden Tagen kann es je nach Provinz noch heftig regnen und weiterhin zu Überschwemmungen kommen. Bleibt also vorsichtig oder seid vorsichtig, und für die, die in Thailand sind, genießt euren Aufenthalt. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.